Servus, ich weiß nicht, ob der Ton so gut ist. Ich bin jetzt hier oben auf dem Dachboden. Fragt mich nicht, wieso hier häufiger mal Bierflaschen rumstehen. Das hier ist einfach der Dachboden unseres GMGs. Hier oben ist die Glocke. Allerdings soll man da nicht hoch, weil es ist nicht so stabil gebaut, dass man da hoch soll. Irgendwas ist da nicht okay, deswegen geht unsere Glocke auch nicht so gut. Nicht die, sondern unsere tatsächliche Glocke, da hat sich gerade oben auch irgendwas getan, wenn man das gehört hat. Dann geht's runter. Drüben. E-Mail die andere Hälfte rüber. Ja, mache ich auch gleich. Da drüben ist der Eingang und da steht irgendwas rum. Hier standen ja mal irgendwelche Tische rum. Die stehen jetzt aber hier nicht mehr. Sollten weggeräumt werden, weil die Feuer fangen konnten und das war nicht gut. Und jetzt wird hier aber angefangen, auch wieder was hinzustellen, was sich eigentlich nicht so gehört. Gleich. Ja, ich bin gleich fertig. Genau. Wenn ihr euch wundert, wieso da so ein schwarzer Kasten steht, das war ursprünglich für Fledermäuse gedacht. Hat der Herr Bayreuther, unser alter Das hat unser alter Hausmeister gemacht, aber die Fledermäuse dachten sich, nein, da gehe ich auf keinen Fall rein. Es wurde für Fledermäuse gebaut, sie wollten aber nicht. So, das war's mit der kleinen Dachbodentour. So, wir sind jetzt hier bei der zweiten Tür, die Tür, die immer hier ist. Hier waren wir gerade eben da oben. Schon cool, oder? Dass man hier, dass ihr jetzt auf den Dachboden könnt. Mithilfe meinen Aufnahmen. Ich würde schon sagen, das hat ein Like und ein Abo verdient, oder? Hier hinten ist der Bereich, wo wir jetzt über den Gängen von den Geosälen wären. Also hier hinten sind bei uns die Geosäle und ein Stock drunter wäre dann der Musikraum und noch ein zweiter drunter hätten wir genau die Chemie und ja genau die Chemiesäle. Hier haben wir einen besonderen Stuhl entdeckt.
Wenn du dann einfach mal den Horrorstuhl des GMGs auf dem Dachboden. Ich gehe hier gerade Uncut durch. Ist ja auch für den Zweitkanal. Was es auch immer ist, was da durchkommt. Man sieht sich gut, aber unter dieser Plane hier ist ein großer Webstuhl, so ein Webstuhl, wo man sich auch hinsetzen kann. Genau. Falls Herr Schöffel nicht noch irgendeine Extratür auspackt, müsste das jetzt gewesen sein. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, weil ich meine, man sieht den Dachboden nicht alle Tage. So, Herr Schöffel hat noch eine Überraschung ausgepackt. Wir sind jetzt hier im dritten Zugang. In dem, da wo die Geosäle sind, ja, da haben wir ausgemacht. Bei den Geosälen haben wir ausgemacht. Hier ist noch ein Propeller. Ich glaube, das gehört dem Herrn Häublein, falls noch jemand kennt. Der hat Holzpropeller drin. Interessant, interessant, eine Windmaschine. Sollen wir noch in die Physiksammlung. Vor 2 Jahren wurde das geschrieben. Hat sich niemand drum gekümmert. Schon interessant, ne? Und hier sind diese Toiletten. Ja. Okay, das war's dann. Das war's dann.